Herzlich willkommen, liebe Grillfreunde. Mein Name ist Gerrit Blank. Ich begrüße euch zu dem heutigen Video. Ich stelle euch heute mal ein Grillgadget der besonderen Art vor, und zwar den Lieblingskorb. Warum ich glaube, dass das kein gewöhnlicher Einkaufskorb ist, sondern eher die James-Bond-Variante eines Einkaufskorbes, das zeige ich euch im heutigen Video. Also seid gespannt und bleibt dran. So, was macht diesen Einkaufskorb jetzt so besonders? Naja, zumal ich finde, er sieht extrem schick aus. Also normalerweise ist ein Einkaufskorb nur was Praktisches. Hier hat Lieblingskorb was gemacht, was auch einfach schick und modisch daherkommt. Apropos Aussehen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch auf der Seite von Lieblingskorb euch euren Einkaufskorb so individuell zu gestalten, wie ihr ihn mögt. Dazu könnt ihr zwischen 14 verschiedenen Grifffarben auswählen, zwei verschiedene Korpusfarben. Ich habe mich hier für die Variante Deep Black mit einem Olivengriff entschieden. Zusätzlich im Shop gibt es auch noch weiteres Zubehör für den Korb. Kommen wir jetzt mal zu dem verwendeten Material. Nein, es ist kein Styropor, es ist expandiertes Polypropylen. Das ist ein wahrer Wunderstoff und darum eignet sich der Korb auch so toll fürs Grillen, denn er wirkt isolierend, also ist ideal, um Fleisch und Getränke zu transportieren, ist dabei aber federleicht, leicht zu reinigen und bietet Wasser keine Angriffsfläche, sodass er auch sehr hygienisch ist. Das Material ist insgesamt sehr, sehr schadstofffrei. Und der Oberhammer ist, der Korb ist wahnsinnig robust, und das zeige ich euch in den nächsten Aufnahmen. Kein Korb in der Nähe? Kein Problem. Der Lieblingskorb ist so robust, dass man sich locker darauf setzen kann. Und der Belastungstest, selbst 88 Kilo hält der Korb ohne Probleme aus. Ja, hier zeige ich euch den Korb jetzt nochmal im allgemeinen Aufbau. Obendrauf erkennt ihr jetzt den formschlüssigen Deckel, der den Inhalt, wenn Kühlakkus dabei sind, schön kühl hält. Da unten seht ihr jetzt einen Einlegeboden mit Rillen da drin, dass, wenn man zum Beispiel unten die Kühlakkus drin hat, dass ich die kalte Luft auch nach oben hin verteilen kann. Ich finde es aber auch super, dass, wenn man einkaufen geht, dass man quasi einen Zwischenboden hat und die weichen Sachen auch unten hinlegen kann und durch den Zwischenboden diese dann geschützt sind. Ja, so sieht er dann ohne Einlegeboden aus. Also man erkennt, da ist schon eine Menge Platz drin vorhanden. Der Griff lässt sich zu beiden Seiten hin abklappen. Das zeige ich jetzt auch einmal nach links, und das Ganze geht genauso nach rechts. Wenn man ihn an beiden Seiten gleichzeitig runterdrückt, lässt sich der Griff auch entfernen. Ja, hier zeige ich euch jetzt einfach mal, wie leicht die Reinigung ist und auch wie der Korb auf Flüssigkeiten reagiert. Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, dass ein Salatdressing oder ein Getränk im Korb ausgelaufen ist. Das ist in der Regel immer eine Riesenkatastrophe und man kriegt den Korb nur schwerstmöglich wieder sauber. Aufgrund des EPPs lässt sich dieser Korb aber super leicht reinigen und ist dadurch auch hygienisch, denn er nimmt einfach keine Feuchtigkeit auf. Man klopft ihn quasi aus, wischt danach noch einmal mit dem Lappen durch und dann ist der Korb eigentlich auch schon wieder sauber. Jetzt zeige ich euch jetzt mal ein Beispiel, wie schick sowas aussehen kann, wenn er dann befüllt ist. Sprich, er dient nicht nur als Einkaufskorb, sondern auch einfach als Kühlbox. Hier sehe ich jetzt, seht ihr auch nochmal ein Anwendungsbeispiel für diesen Gitterboden. Man kann schön das Eis reinmachen und das ganze Tauwasser tropft nach hinten hin ab. Das ist es zunächst gewesen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn es gibt noch einen zweiten Teil zum Lieblingskorb. Es gibt noch weitere tolle Gadgets dafür, die stelle ich euch im nächsten Video vor. Und ansonsten lasst ein Like da, kommentiert mal, was ihr von dem Korb haltet, und dann sehen wir uns im nächsten Video.